Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed. Der gute alte Römer findet Dedi auf der Baustelle. Und es ist auch gar nicht weit weg, was ich gerade gesehen habe. Es müsste bestimmt hier oben irgendwo sein, oder? Schauen wir doch mal. Müsste eigentlich gleich hier vorne sein. Dann schauen wir mal, ob wir den finden, den alten Schlingel. Okay, der ist da oben. Können wir hier hoch oder was? Was ist hier los? Dann geh mal hier hoch. So, okay. Jo, Mützi, was ist denn los? Meine Katze hat Hunger. Aber rennt ja von mir weg, oder was? Ich glaube, der rennt von mir weg. Aber nicht mit mir. Den müssen wir doch gleich mal einholen. Bist du Daddy? Mein hartes Feuerzwickel! Ganz ruhig. Ich tu dir nichts. Aber sag mir, wo die Dioptra ist. Meine Frau brachte mir gerade eine frisch gebratene Hähnchenkeule zum Mittag. Es muss oh, eine frisch gebratene Hähnchenkeule. Klingt köstlich, aber kommen wir zu diesem Werkzeug. Dein Essen hilft nicht weiter. Oh, verstehe. Also, ich ließ die Dioptra in der Höhle. Und als ich wiederkam, war sie weg. Gestohlen von Wölfen, Geistern oder Schlimmerem. Wie sieht diese Dioptra aus? Wie eine Feuerschale. Aus drei Teilen. Durch ein Teil sieht man, mit einem misst man. Ich finde sie. Und du versuch nicht vor Angst zu sterben. Okay. Finde die Stücke der Dioptra und sammle sie ein. Okay, es scheint alles da oben zu sein. Dann schauen wir doch dort einmal hin. Müssen wir in die Höhle rein oder reicht es oben auch? Okay, das scheint in der Höhle zu sein, oder? Komm, wir gehen mal in die Höhle rein, schauen wir doch einfach mal. Neuer Ort entdeckt. Totenstadt, Versteck. Okay, dort oben scheint ein Durchgang zu sein. Zone ist tabu. Naja, sie ist immer tabu für dich. Das hilft aber nicht, wenn ich den Schatz brauche. Schon wenn man hier so viel sieht. Außen oder ist es innen? Wir sehen natürlich gar nichts hier in der Höhle.
Banditenlager. Dann wissen wir, dass keine Geister das Werkzeug gestohlen haben. Gehen wir hier raus ein bisschen Energie schlubbeln. Eieiei, einfach bübsch noch mal wieder. Schweres Ding. Okay, jetzt schauen wir mal, ob wir den Schatz hier snacken können. Noch einer. Was? Ich töte dich! So, Ruhe hier. So haben wir die jetzt hier alle. Jetzt schauen wir nochmal. Hier muss eigentlich der Schatz jetzt irgendwo sein. Sieht aus wie ein Teil der Dioptra. Da ist bestimmt wieder Schlange drin. Sauber zu sein. Munition ist voll. Scheint aber in der Richtung was zu sein. Stirb, du Sau! Alter, was denn da? Mann! Deine Zeit ist um. So ein Dreck. Ein komplettes falsches Schwert gehabt hier.
Wo bin ich jetzt? Nicht erwischen lassen. Friss das, du Ratte! Wir müssen aufholen! Hab ich dich! Was machst du ja? Leben. Nein! Dann wissen wir, dass keine Geister das Werkzeug gestohlen haben. Sieht aus wie ein Teil der Diopter, ein Teil des Messinstruments. Uns überrumpelt nichts, Bruder. Boah, was ist denn das? Warum ist der denn 35? Was ist das für ein Spiel? Nein! Oh. Ja, ist natürlich scheiße, wenn die so hoch sind, da hast du einfach keine Chance. Okay, ich muss jetzt aber noch dieses eine blöde Ding da holen. Kann doch nicht so schwer sein. 35. Kann ich da nicht irgendwie anders rein? Ein Banditenlager. Dann wissen wir, dass keine Geister das Werkzeug gestohlen haben.
دعاد نخبط خوين جس خبر ناديو سوديرك Ein Teil des Messinstrumenten. So, bringe. Okay, ich muss hier wieder raus. Das könnte man normalerweise. Ach, komm her. Was? Stirb endlich! Ich glaube, ich habe eine meiner Lieblingswaffen jetzt bekommen. Ich glaube, ich kletter hier mal raus. Level up wäre nicht schlecht oder so. So, wir müssen dort unten hin. Lass mal überlegen. Gehen wir mal eine Schnellreise hierher. Dann können wir uns den Weg zu Fuß sparen. So. Du hast sie? Du hast meine Dioptra? Ich habe sie oberhalb des Aquädukts gefunden. Wirklich? Einige meiner Arbeiter wollen dort Stimmen gehört haben. Sie dachten an Geister. Doch ich hielt das nur für abergläubischen Unsinn. Das ist erledigt. Euch sucht nichts mehr heim. Weder lebendig noch tot. Exzellent. Jetzt hat Feldherr Agrippa keinen Grund mehr, meine Arbeiter zu quälen. Er wurde noch ehrgeiziger, seit Flavius aus Siva zurückkehrte und keinesfalls im guten Sinne. Danke, Bayek. Du rettest meinen... unseren Leuten das Leben. Ich schulde dir was. Fortuna sei mit dir, Vitruvius. Deine Arbeit wird vielen Menschen in der Kyrenaika helfen. Sehr schön. Oh, okay. Okay, schauen wir mal, was er nochmal hier für die Quest hat. Bayek, versteh bitte, ich war nicht immer so fokussiert auf architektonische Wunder wie dieses Aquädukt. Wollen wir weitermachen, mein Freund? Wo gehst du hin, Bayek? Als hitzköpfiger junger Mann habe ich viele Vernichtungsinstrumente erfunden. Eines davon war eine Art griechisches Feuer. Griechisches Feuer? Eine Substanz mit solchem Potenzial für unsägliches Leiden, dass ich schwor, sie nie herzustellen. Der Feldherr stellt es aber her und zwingt Sivana dazu, seine Ballista für den Krieg gegen ihr Land zu rüsten. Das ist auch so ein Sklaventreiber hier. Aber hilft nicht. Verfluchter Stolz. Ich hätte meine Notizen verbrennen sollen. Feldherr Agrippa muss sie gefunden haben. Dann halten wir Agrippa auf. Tu, was dir dein Gewissen befiehlt, Bayek. Aber versteh, dass ich mich nicht gegen einen römischen Feldherrn stellen kann. Meine persönlichen Gefühle zählen da nicht. Finde die Formel und ich werde sie zerstören. Ich will nicht die Opferung Ägyptens verantworten müssen. Jupiter beschütze dich, Bayek. Okay, finde und stiehl die Formel von Feldherr Agrippa.
Okay, dann machen wir das doch noch schnell. Kann ja so schwer sein, oder? Stufe 33. Okay, es müsste eigentlich gehen. Ja, es hat auch wieder eine Festung. Die wird nicht leicht sein, dass wir die einnehmen. Hier sollte ich unentdeckt bleiben. Ja. Das kennen wir ja schon. Gehen wir gleich in den zweiten Ring rein. Sind das schon wieder? Der kann ja gar nicht so stark sein, oder? Kann ich das nicht anders machen? Okay, ich mache noch einen Versuch und dann schauen wir, ob wir das vielleicht anders lösen können. Der alleine, glaube ich, wird schon gehen. Bloß wenn da noch drei, vier Leute um einen rumstehen, ist halt einfach schwierig, wenn der schon Stufe 35 ist. Und wir sind ja leider erst 31. Erwischen lassen. Ich würde den gerne irgendwie einen Attentat machen. Da oben lebt auch noch, gell? Man kann mir den hier holen. Oh.
Da ist er 35. Müsste da irgendwie auf das Haus da hinten rauf. Mit dem von da hinten holen. Okay Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle einen Cut. Ich werde noch ein bisschen leveln, dass wir den dann auch besser ausschalten können, weil so funktioniert das definitiv noch nicht. Gut Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao, euer Andi.